Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Reign of Kings. Herzlich willkommen bei Abonacho, Xyra on Tour. Hallo. Und Bad in Trouble. Hallo. So, und der Abonacho drückt schon wieder die falsche Taste. Wieso das diese denn? Weiß ich nicht, Woche, ich will ja gar nicht reden. Diese Woche ist es soweit. Diese Woche ist es soweit. Der erste König wird aus, beziehungsweise die Königin wird endlich bestätigt, nennen wir es mal so. Ich habe jetzt hier, ich brauche unbedingt dringlichst. Ich brauche unbedingt was zu essen. Ich auch. Und ich brauche ganz, ganz viel Stein. Ich muss mich immer wieder neu dran gewöhnen, was ich hier eigentlich tun will. Das ist schlimm. Ja, das ist das Problem, wenn man das Spiel derzeit nicht privat zockt, ne? Ja. Ja. Und ich muss, ja, glaube ich, bei mir doch nochmal ein bisschen über die Grafikeinstellung rüber luschern, weil bei mir ploppt der Rasen manchmal erst auf, wenn ich schon lange mitten im Feld bin. Oh, der ist aber unschön. Ja, ein bisschen. So. Baue ich mein Lagerfeuer ins Haus? Das ist an sich eigentlich unklug, oder? Es kommt drauf an. Also ich habe dadurch schon des Öfteren warme Füße gekriegt. Weil ich mein Lagerfeuer momentan da stehen habe, wo ich stehen habe. Und drauf schläfst. Jetzt einfach mal, wo du gesagt hast, warme Füße, es kommt an mein Fußende. Also was ich demnächst wirklich mal machen muss, ich muss den Server mal einen Tag lang laufen lassen, damit wir mal wieder Bäume haben. Oh, wir haben ja Bäume. Du musst halt noch weit genug laufen. Ich wollte gerade sagen, die sind aber am Arsch der Heide. So, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Fleisch brutzeln, sonst verhungere ich. Ein Hase. Hallo Hase. Wo ist er denn? Weg ist er, der hat Angst. Dabei tue ich dem noch gar nichts. So, und was haben wir hier? Hier arbeitet es fleißig. Wie läuft das eigentlich, wenn wir... gearbeitet, okay. Wenn wir ausfechten. Jetzt muss ich nochmal was gucken hier. Was genau meinst du? Ich glaube... Nee, das wollte ich nicht. Ich glaube, das lief ja so, dass dann irgendwie einer hochlaufen muss, ne? Und dass ich draufsetzen muss. Richtig. Und dann? Na, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, wir fechten das Feuer aus und der Gewinner darf dann hochgehen, sich die Krone abholen und dann die Steuern festsetzen. So dachte ich eigentlich, hatten wir das vor. Oh. Ja. Also okay. Wir fechten das unten aus und dann geht der andere nach oben. Genau. Braucht 3 Folgen, bis er oben ist. Und dann darf er Steuern festsetzen. Genau. Genau. Als Belohnung deswegen, für seinen Marsch. Deswegen wollte ich ja ganz gerne auch noch eine Arena fertig machen. Ja, dann machen wir noch eine Arena fertig. Ich wollte gerade sagen, dann musst du hinne machen, sonst schaffen wir es nämlich nicht. Naja, vielleicht jetzt nicht zu diesem Kampf, aber ich sag mal, wenn wir so Grundlegendes fertig haben, dass man sich ransetzt, dass man so eine kleine Arena baut. Mhm. Okay, jetzt habe ich gegessen. Ja, das Essen war hier gerade ein bisschen eigenartig. Das Essen ist eigenartig? Ja, das war gerade eigenartig. Und ich stehe im Feuer. Das ist ja auch noch nicht fertig. Na gut, dann muss das Fleisch jetzt noch ein bisschen warten. Ganz schön teuer. Ich gehe... Steine, habe ich gesagt, brauche ich, ne? Ja, Steine brauche ich. Steine wolltest du dir besorgen, ja? Ja. Hast du alles andere schon? Nee, ich brauche noch Holz und ich brauche auch noch Metall, also Eisen und ich brauche noch alles. Ihr habt alle schon zu Häuser, ne? Nee, ich habe noch kein Dach. Immer noch nicht. Und ich bin auch sonst noch nicht fertig mit meinem Haus. Oh, fertig? Bin ich. Mit meinem Haus allerdings auch nicht. Nee. Nee, und ich will mein Haus unten jetzt doch aus Stein bauen und dann oben aus Holz und dann kann da das Dach drauf und ich will halt nicht alles doppelt und dreifach machen. Deswegen habe ich halt noch kein Dach. Aber das ist auch irgendwo schlimm, ne? So der reinste Holzsimulator. Deswegen hieß bei mir auch die eine Folge. Ja, deswegen hieß bei mir auch die eine Folge Holzsimulator. Lumberjack. 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 So, das heißt jetzt, wir haben 2 Folgen, um uns vorzubereiten. Richtig. Ja. Und dann... Ich kann allerdings keine Rüstung oder so bauen, von daher kann ich mich nicht groß vorbereiten. Ich habe mein Steinschwert und ich glaube, mehr kann ich noch gar nicht machen. Eine Rüstung kann ich auch noch nicht machen.
Ich auch nicht. Na, ein aufmerksamer Zuschauer bei dir, Avo, hat mich da ja schon vorgewarnt. Er hat dich vorgewarnt. Mhm. Moment. Was hat er sie erst denn gesagt? Na, dass du wohl doch ziemlich am Eisen horten bist da. Ich horte doch kein Eisen, wie kommst du denn da drauf? Nein, so eine Verrücktheit. Ja, das will ich doch nicht tun. Ich schlag schon wieder ganz komisch auf die Bäume ein. Ich so schlag schon wieder ganz komisch auf die Steine ein. Aber ich glaube, das ist normal, dass sie das noch nicht raus haben. Das finde ich ein bisschen schade. So. Jetzt mache ich erstmal Sachen. Du machst Sachen. Mhm. Mach Sachen. Ich mache jetzt erstmal Sachen. Ich muss nur gucken, wo ist mein Hause. Ach, da. Also dein Zuhause solltest du schon finden. Das ist nicht groß genug. Ja, das deswegen ist wahrscheinlich das Problem. Es ist alles entgegen der Gewohnheit, ne? Und deswegen übersehe ich das immer. Oh, ich habe Blümchen bei mir im Garten. Blümchen? Oh, stimmt, Blümchen wollte ich bei mir auch noch pflanzen, wenn das überhaupt geht. Könnt ihr einen gesammelt habe ich schon welche. Okay. Ja. Das soll gehen. Dann habe ich einen schönen Vorgarten. Hey, was habe ich denn da auf dem Dach? Das könnte gehen. Wieso? Ich habe da einen einzelnen Block in der Luft schwebend. Okay, ich war es nicht. Ach, ist die niedlich. Was? Ne? Die Envel. Warum kann ich die gar nicht hinstellen? Nur draußen. Warum? Nee, die habe ich bei mir auch drinne stehen. Will er bei mir aber nicht. Ich habe meine draußen stehen. Ich finde, die gehört nicht ins Haus. Ich verlasse mich einfach darauf, dass ihr mich nicht beklaut. Da würde ich mich bei Bert nicht drauf verlassen. Hallo. Ja, generell hast du recht, aber ich guck einfach immer in die letzte Folge, was ich hatte und guck dann direkt vor der Aufnahme nochmal schnell rein, ob es übereinstimmt und dann passt ich glaub, das. Ich glaube, ich muss das Haus später komplett nochmal umbauen. Der hat doch irgend... So. Kann ich ping, 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 ping. Hast du gerade ein Telegramm abgesetzt oder was? Nein, ich schmiede. Okay. Das ist was werte ich auf. Ja, mein einer Tisch, der steht ja immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte, aber ich habe Angst, wenn ich den jetzt abnehme, dass ich den nie wieder auf den Boden stellen kann. Das ist ja alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Ach, und ganz viel Wasser brauche ich auch noch. Das kann ich gleich auch nochmal schnell holen. Solange es noch hell ist, ne? Ach, gut, dass du das sagst. Wasser müsste ich auch mal wieder besorgen. Ich komme nicht hoch. Du kommst nicht hoch? Nein. Oh. Ich bin da zu deppert für. Na, sowas. Und stellen kann ich irgendwie auch nicht. Ach ja, das ist super spannend hier. Ich hab schon richtig Adrenalinrausch. Erzähl doch mal eine lustige Geschichte. Mein Ding will mich ärgern. Lustige Geschichte. Okay. Nein, nicht dieses. Ihr immer mit euren Gedanken. Was denn? Das funktioniert doch auch wieder nicht. Das weiß ich doch jetzt schon. Also weg, weg. Bert, du wolltest gerade eine lustige Geschichte erzählen. Erzähl. Ist mir entfallen jetzt gerade. Das glaube ich dir nicht. Du hattest gar keine. Ground Torch. Wall Torch. Ich sehe jemanden laufen. Ich stehe. Ich stehe auch. Ist da jemand, klopft Steine. Ja, das war ich. Aber jetzt gehe ich weg. Jetzt fühle ich mich ertappt. Ja. Ja, ne? Wer will mich da hier echt veräppeln? Warum kann ich manchmal nicht placen? Nein, da will ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, du, das weiß ich nicht. Salat! Das ist ja verrückt. Okay, die Steine nehme ich auf dem Rückweg mit.
die nehme ich jetzt schon mit. Hallo? Das ist manchmal schwierig. Ja. So. Der will alle nicht so, wie ich will. Wird das schon wieder dunkel, sag mal? Ich hoffe nicht. Nee, einen Augenblick haben wir noch. Ich will doch heute noch Wasser holen. Das ist mir ein Jumbo-Pläsier. Okay. Ich hier mit meinem... Aha. Warum sieht das Steinschwert eigentlich aus, als würde es rosten? Stein rostet doch nicht. Vielleicht tut's das ja. Vielleicht ist es sehr stark mineralhaltiges Stein. Der rostet. Scheiße. Was denn? So, sehr lauf unschön. Ein bisschen schneller. Oh Gott, da muss ich glatt gähnen. Ich steig hier nicht wirklich durch die ganze Geschichte, das ist schlimm. So, woran hapert's? Weiß ich nicht. Vielleicht denke ich falsch. Ja, okay, so war das. Okay, das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Ich glaube, Avro ist noch der Einzige, der wirklich nackt durch die Gegend rennt, wa? Ach, hast du auch schon was über dein Schniepel gezogen? Ja. Ich verstehe. So, wie funktioniert das denn? Ich muss mal gucken. So, einen kleinen Moment Geduld bitte. Das dauert einen kleinen Moment. Ich brauche etwas mehr Wasser. Mehr Wasser, haha. Aber jetzt sitzen wir doch im Sumpf. Entschuldigung. Ich nutze die Gelegenheit und trinke einen Schluck gutes Wasser. Sehr unschön. Kühles, erfrischendes H2O. So sieht's aus. H2O? Das ist wirklich gutes H2O. Mit einer Mineraltablette. Oh. Ja, gegen meine Nackenschmerzen, die wieder... Ja. Nicht wissen, wo sie hingehören. Nämlich weg. Irgendwo anders hin, aber nicht in meinen Nacken. Die Sterne stehen am Himmel und ich sammel mein Wasser. Die Sonne geht auf und ich sammel mein Wasser. Ja, du musst aufpassen, da unten rennen viele Wölfe rum, ne? Der Mond geht auf und ich sammel mein Wasser. Die Rede ist von Wölfen und ich fasse den Entschluss, dass das erstmal reicht und gehe nach Hause. Und ich versuche hier Sachen zu finden und Ordnung zu halten und krieg nichts hin. Ja, Ordnung halten versuche ich zurzeit noch gar nicht, bis ich nicht meine zweite Etage auf dem Haus habe. Du willst sogar noch eine zweite Etage? Nee. Wer braucht denn sowas? Jetzt weiß ich zumindest schon mal, was Flachs ist. So, es wird dunkel, klein Bett muss nach Hause. Da ist ein Hühnchen, aber das lasse ich jetzt in Ruhe. Die muss nach Haus. Meine Mami wartet auf mit Essen. Was? Was hast du heute gegessen? Einen richtig geilen Pizzaburger. Oh nein, ehrlich? Da war nichts drin. Keine Pilze? Nein. Ich hab so das Gefühl. Es war ein Barbecue-Chicken, kein Pilzburger. Und das heißt ja nichts. Es war ein Barbecue-Chicken ohne Pilz. So. Ich nehm schon wieder. Nehm schon wieder Cranseed ohne Ende auf, will ich gar nicht. Ich muss gleich was essen. So. So, hier sind Brutzeln. Ich hoffe, mein Fleisch ist gleich fertig. Wie mache ich mir denn eigentlich Klamotten? Entweder du machst das mit Holz und Flachs. Oder mit Leder. Mit Holz und Flachs. Sieht sogar mit am schönsten aus, finde ich die Wer Rüstung. Wer ist auf dem Weg zu meinem Haus? Ich nicht. Ich weiß schon, wer. Er ist mir stehen geblieben und die Fackel ging aus. Ups. Was willst du bei mir? Na, nix, wollen wir luschern gehen. Nix, Plündern. Luschern, zieh Leine. Raus Plündern, da. Miller.
Kann ich mein Haus abschließen? Ich glaube ja, ne? Feuerio, Feuerio. Eigentlich sollte er nicht reinkommen. Wenn die Tür offen steht, komm ich rein. Ja, wenn die Tür offen steht, schon. Ah, ja, dann darfst du dich auch nicht beschweren. Los, Leine. Die Leine. Heute back ich, morgen koch ich. Heute back ich, morgen brau ich. Nein, eben so. Raus hier. Brauen ist gut. Du, Xyrer. Ja. Es regnet in dein Haus rein. Das weiß ich. Ja, da wird die Schmiede und alles mal gesäubert, ne? Das erspart mir das Durchwischen. Oh, das ist ein Gewitter ohne... Achso, ich muss erstmal was speisen. Oha, hier ist ja richtig Weltuntergang. Ja, das kennen wir doch von den letzten Tagen von zu Hause. Ja, das stimmt. Oh, da war hier aber auch du. Hier war echt mal Land unter. Ja, hab ich gelesen. Berlin soll ja richtig, richtig schlimm gewesen sein. Ich werde nass. Land unter. Ganz schlimm nass. Mach die Tür zu. Ach, Scherz aber, geht's. Die Blitze kommen von oben. Was ich lustig fand, immer wenn ich draußen war, dann hat es gerade nicht geregnet. Okay. Und das fand ich gut. Nee, also bei uns hat es durchgehend geregnet. Oh, der Regen ist voll laut. Doch, schon, aber ich habe immer die Regenpause gekriegt. Das war cool. Der Regen ist voll laut. Was ist denn los hier? Ist schade, dass man die Blitze nicht sieht. Finde ich. So. Ja, so ein bisschen schon. Jetzt bin ich hier und jetzt dürfte ich machen können. Das. Was habe ich denn? Ich habe schon wieder so viele Kornchen. So. Und wo sind jetzt die Sachen? Ach ja. Warte mal. Ich glaube, ich muss bei mir bei dem Regen ein bisschen leiser stellen. Ja, das so, muss ich gleich auch mal machen. Der ist bei mir gerade tatsächlich unmischend laut. Options. Das kann ich mir dabei gar nicht angucken. Okay, gut, dann mache ich das weg. Ah, schon viel, viel besser. So, haben wir das. Ja, ich gucke jetzt auch einmal ganz kurz. Optionen. Habe ich das? Habe ich das? So. Mal gucken. Ja, nee, ist klar. So. Ich habe gerade was geguckt, aber das war. Eieieiei. Ach, ich bin ja. Oh, ich bin ja deppert. Immer noch nicht fertig. Okay. Dann kann ich jetzt schon mal schauen, wie ich die obere Etage baue. Das kommt erstmal hier hin, das kommt erstmal hier hin. Schön. Oh, klarer Sternenhimmel. Oh, da hab ich jetzt, wie romantisch. Ist das nicht schön? Ja, aber wo willst du zu mir rüberkommen? Ich bin erstmal am Überlegen, ich bin doch echt manchmal deppert. Was hast du denn? Blöde Sachen. Ich mach blöde Sachen. Warum? Ja, das hören wir schon. Weiß ich nicht. Ich mache schon wieder ganz komische Sachen. Reiß dich mal zusammen, alte Geule. Ich reiße. Au, au, heiß, warm. So, dann brauche ich jetzt noch Holz. Warte mal. Ach nee, eigentlich brauche ich denn ja keine Holzblöcke. Aber ich glaube, bis ich hier unten das Holz austauschen kann, dauert das noch ein bisschen lange. Ist das hier fertig? Nein, immer noch nicht. Ich glaube, hier kann ich jetzt mal ausmachen. So. In den letzten Folgen wollte ich ja eigentlich mal einen Zaun oder so bauen, ne? Du wolltest schon wieder Sachen machen? Aua, warm, heiß, irgendwas. Ein Zaun, 600 Holz? Ja. Kann kein Zaun sein. Ich kann gerade nicht gucken, was ich hier noch machen kann. Also, was ich für das andere brauche, was ich machen will, eher gesagt. Wie kriege ich denn jetzt Kisten kaputt? Kaputt? Keine Ahnung. Abnehmen? Du kannst sie abbauen. Und wie denn? Ich glaube, mit E gedrückt halten. Dann mache ich sie offen. Oder? Dann geht gar nichts. Dann kaputt hauen? Also ich habe meine ja auch irgendwie versetzt. Du hast sie versetzt?
Ja. Ach so, mit Q konnte man die, glaube ich, abbauen, stimmt, ne? Mit Q? Kann auch sein. Mit Q? Wo bekomme ich Lehm her? Ist das dann der hier? Ah! Lehm? Ich glaube, da gibt es auch solche Felsen, die halt aus Lehm sind. Ach so, ist ja schon. Okay. Aua, aua, heiß warm. So, Flachs und Stone brauche ich. Ich brauche Lehm. Ha. Gibt es auch Schaufeln? Pff, keine Ahnung. Oh, hier passt ja richtig viel schön rein. Eine Hoe, Stone Hatchet. Stone Axe, Bone Dagger, Spiked Club. Ja, ich will ein Pferd, das man reiten kann. Ich auch. Und so? Nö, wie es sich für einen König gehört. Ja, das hättest du wohl gern. So, dann gucke ich mal, wo ich... Ja, du weißt doch, es gibt hier nur einen König und nur eine Königin. Und, oh, unschön. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Oder? Im Sumpf gibt es doch bestimmt... Also Lehm. Im Sumpf gibt es auf jeden Fall Öl, so viel weiß ich. Ich brauche kein Öl, ich brauche Lehm. Das ist ja schon wieder richtig unschön. Aber ich glaube, das verlegen wir auf die nächste Folge. Haben wir schon wieder Zeit, ne? Mhm. Haben wir schon wieder Zeit. Das heißt, ich muss schon wieder Tschüss sagen. Mhm. Tschüss. Ja, tschüss. Er hat die Höflichkeit gepachtet. Ja, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch, da teilt es gerne auf eure Social Media und ärgert Bert noch ein bisschen. Das war viel besser. Ja, ne, das war, ich kann das. Ja, gekonnt ist gekonnt. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao.